Ja, willkommen zum Fazit von Gaia Project. Ja, gleich zum Material. Da möchte ich mich bei diesem Punkt nicht lange aufhalten, weil ich finde, das Material ist ja wirklich top. Die Gebäude sehen auch wirklich toll aus. Das sind nicht unbedingt so hart Plastik, eher ein bisschen weicheres Plastik, stört aber überhaupt nicht. Und ich finde, die sind echt gut gelungen. Das Material bei dem Spiel ist echt top für den Preis und man braucht sich da nicht beschweren. Ja, die Spieleranzahl gleich vorweg. Es wurde ja anscheinend zwei Spieler angepasst, weil beim alten Terra Mystica, ich habe ja den Vergleich jetzt nicht zwischen dem alten und dem neuen, weil ich es ja nicht gespielt habe, aber modulare Spielaufbau kann man ja immer spieleranzahlmäßig anpassen. Dennoch muss ich sagen, ich habe das Spiel jetzt in dreimal gespielt. Ist ja nicht oft, ja. Ich habe es in jeder Besetzung einmal durchgetestet und im Zweispielerspiel ist es dennoch so, ja, wieder ein bisschen schleppender Anfang, wieder bis das Ganze auch in die Gänge kommt und das Ganze wird hier ein bisschen verstärkt. Also, ich finde es gut, ja, ich finde es wirklich gut. Im Zweispielerspiel ist kein Problem, aber lieber spiele ich das Spiel dann schon mit drei Leuten, ja. Beziehungsweise ab drei Leuten. Der Nachteil ist, bei 3 bis 4 Leuten dauert das Spiel schon wirklich auch extrem lange. Ja? Hier steht 60 bis 150 Minuten, das ist eine realistische Einschätzung. Wenn alle mit den Regeln vertraut sind, dann ist dieses Spiel schon in 3 Stunden bei 3 Spielern auch gespielt. Ja? Je nachdem, wie lange die Leute natürlich überlegen, kann bei einer Vierspielerpartie auch 4,5 bis 5 Stunden mal rauskommen, wenn jeder viel überlegt. Aber im Grunde bleibt das Pendel, würde sich das, denke ich mal, einpendeln so zwischen dreieinhalb und 4 Stunden bei 4 Spielern, glaube ich mal. Ja, dennoch eine realistische Einschätzung der Zeit finde ich okay. Und im Zweispielermodus seid ihr bei dem Ganzen auch in 1,5 Stunden habt ihr das Ganze auch erledigt, wenn beide die Regeln gut kennen. Ja. So viel dazu. Und das war jetzt gleich auch schon die Spieldauer von dem Ganzen. Und ja, wie gesagt, ich finde es ab 2 Spieler nicht so meins. Nicht schlecht, aber dennoch für ein Zweispielerspiel. Da gibt es Spiele, die ein bisschen mehr Spaß machen. Ja, da ändert leider auch der modulare Aufbau nichts dran. Das Weltall ist sehr groß und dazu komme ich dann im allgemeinen Fazit, in einem allgemeinen Punkt da ein bisschen detaillierter noch dran. Ja, dann Thematik finde ich nicht schlecht. Ja. Es hat teilweise Mechaniken drin, also ich bewerte ja die Thematik ja verbunden mit der Mechanik, natürlich nicht nur das Artwork. Ich finde das Artwork ganz nett gemacht. Manchen Leuten gefällt das viele bunte nicht so. Ich finde es ganz okay. Ich finde, es ist echt nett gemacht. Gefällt mir. Und es gibt auch thematisch ein paar tolle Ansätze, wie zum Beispiel das Terraformen, das hier je nach Volk unterschiedlich schwierig ist. Und wenn man sich da in die Thematik da reindenkt, dann klingt das Ganze schon logisch. Der Rest ist eher so Streamlined-Mechaniken, sage ich mal. Aber in gewissen Ansätzen und auch mit den Völkern hier würde schon versucht, ein paar thematische Noten einzubauen. Von daher finde ich das Besiedeln des Weltraums an und für sich hier mit dem Spiel mit ein paar Mechaniken schon ganz gut rübergebracht, aber es passt so wie es ist. Hochthematisch ist es nicht, aber wie gesagt, so Aktionen wie Terraformen zum Beispiel, das passt dann zum Spiel. Ich finde es okay. Artwork passt auch dazu. Ist eigentlich nicht so extrem abstrakt das Spiel. Ja. Also ich finde die Thematik passt. Dann zum nächsten Punkt, Spieldauer haben wir schon gehabt. Dann Preis-Leistung finde ich voll in Ordnung. Ich habe für das Spiel, glaube ich, 60 Euro bezahlt. Ist wirklich in Ordnung. Ihr bekommt sehr, sehr viel Material. Ihr habt das Unboxing vielleicht gesehen. Die ganze Box prall gefüllt mit Stuff und alles sehr hochwertig. Ist okay. Ja, zusammengefasst jetzt nochmal meine Meinung und wie ich das Spiel jetzt eigentlich finde. Ja, ich bin leider ein bisschen enttäuscht von dem Spiel, was nicht heißt, dass es ein schlechtes Spiel ist. Warum ist das so? Ja, ich habe lange überlegen müssen, warum mir das Spiel persönlich eigentlich nicht so gefällt.
Der Hype war ja groß darum und ich war auch sehr gespannt. Ja, es war schwierig. Ich habe jetzt drei Spiele hinter mir, in jeder Spieleranzahl einmal und mir fehlt eigentlich die Motivation. Und das kommt eigentlich daher, das Spiel, da gibt es ein paar Punkte, also zwei Punkte, die ich da behandeln muss, warum ich das wahrscheinlich eben nicht so toll finde. Ja, da möchte ich gleich noch vorgreifen. Den anderen Spieler hat es natürlich sehr gut gefallen. Einer der Spieler kannte natürlich das alte Terra Mystica und fand das auch richtig gut. Ja. Zum einen finde ich es mal toll, weil mir die Optik viel besser gefällt als das alte. Ich habe es ja nie gespielt, von daher bin ich unvoreingenommen, was das betrifft. Und ich wollte es mir ja immer kaufen, aber trotzdem, irgendetwas hat immer dazu gefehlt, dass ich es mir zugelegt habe. Und es hat sich leider ein bisschen bestätigt. Warum? Bei mir ist das Problem, ich finde, das Spiel ist in den ersten Runden total langweilig. Ja? Es heißt jetzt nicht, dass es schlecht ist, aber für mich persönlich ist es eigentlich irgendwie zu wenig. Ja? Das Spiel wirkt komplex, ist aber wirklich total einfach in seinen Mechaniken und macht genau dasselbe wie 100 andere Spieler eigentlich auch auf dem Markt, aber es trotzdem irgendwie keinen Spannungsbogen aufbaut. Ja? Das Interessanteste an dem Spiel ist, mit der Macht zu arbeiten. Ja, also wenn man Macht bekommt, wie verschiebt man die Plättchen hier? Und da ist man ja auch eigentlich gezwungen, dass man Plättchen hier von der ersten in die zweite und so weiter schiebt. Aber man muss ja natürlich schauen, wie viel Plättchen an Vorrat lege ich mir zu und so weiter. Das ist schon ganz in Ordnung. Ja. Thematisch macht das Ganze auch teilweise Sinn. Ja, ist echt schön. Ich bin Weltraumfan, Spacefan und finde so Space-Kolonisieren auch richtig eine schöne Thematik. Aber das Problem ist einfach, war die Lampe, die blendet mich da voll. Ja. Das Problem ist ja einfach, man beginnt ja immer gleich. Die Völker sind zwar unterschiedlich, was die Tauschoptionen anbelangt, aber alles, was er am Anfang macht, das ist ja immer Gebäude aufwerten. Ja. Oder vielleicht könnt ihr es euch gleich leisten, einen Planeten mit Gaia-Projekt gleich zu starten. Ja. Das ist alles. Der Forschungsplan gibt euch zwar viele Optionen, an die ihr euch richten könnt, aber das ist irgendwie alles nichts Besonderes. Ja. Meistens versteift ihr euch auf zwei, ja. Denn mit einem allein kommt ihr nicht aus. Das heißt, ihr sucht euch zwei aus, aber auf jeden könnt ihr euch nicht fortbilden auf Dauer, denn das zahlt sich ja auch nicht so aus. Man muss sich hier schon auf eine Taktik zurechtlegen oder festlegen, ja. Aber das Ganze ist halt irgendwie, man beginnt erstmal alles immer gleich. Das ist natürlich bei vielen anderen Spielen auch so, aber hier ist es wirklich so, mir kommt auch die Interaktion ein bisschen zu kurz. Warum? Da werden manche sagen, ja, man bekommt ja Macht, wenn andere sich in die Nähe bauen, in der näheren Umgebung. Aber ich bin der Meinung, dieses Spiel versucht Interaktion zu simulieren, eben mit dieser Machtfähigkeit. Aber ich finde, das Ganze ist eine gewollte Mechanik, die zu einem gewissen Fluss an Macht immer beitragen soll. Ja, irgendwann kann man es nicht vermeiden. Dann steht man benachbart neben einem anderen Spieler. Das kommt zwangsläufig gleich mal vor. Und man gibt den anderen nicht wirklich einen Vorteil, wenn man in die Nähe baut, weil er selber auch Gebäude aufwertet und man dadurch auch Macht bekommt. Ja. Das fühlt sich am Anfang toll an. Da sagt er baut ein Gebäude, ich bekomme dadurch Macht. Ja, am Anfang ganz nett, aber später merkt man dann, dass das Ganze eigentlich ein gewolltes Rad ist, um zu funktionieren, aber das Ganze nicht wirklich interaktiv ist, weil es ja sowieso passiert. Ja. Und von daher kommt mir auch, wenn man es zu viert spielt, ist das Einzige, was dann ein bisschen Bock macht, der Run auf die Gaia-Planeten, ja, weil die sind ja auch hier begrenzt vorhanden. Jeder kann da drauf ein bisschen leichter bauen und wer da zuerst kommt, kann zuerst zielen. Aber das ist schon das Einzige, was in Interaktion so richtig der Race vorangeht, denn man muss ja nicht unbedingt den höchsten Level am Forschungsstand erreichen, damit man das Spiel gewinnen kann. Muss man nicht unbedingt Level 5 erreichen als Erster. Natürlich bekommt man tolle Plättchen, klar. Aber das Ganze ist halt irgendwie so zu extrem streamlined. Ja, das Spiel wirkt zwar komplex, ist es aber überhaupt nicht. Also
Ihr könnt euch schon reindenken, ihr könnt schöne Züge machen, schöne Warentauschaktionen, dann könnt ihr die andere Aktion euch wieder leisten, wenn ihr wieder an der Reihe seid. Und ja, es ist halt irgendwie, es ist irgendwie langweilig, finde ich. Das Siedeln macht eine gewisse Zeitraum Spaß, aber mir fehlt einfach die Motivation, das Spiel öfter zu spielen, ja? Weil ich weiß genau, ich fange wieder genauso an. Man richtet sich auch an das Volk, ganz klar. Jemand, ein Volk, das viel mit Gold arbeitet, beziehungsweise Credits, seht ihr auch, dass ihr viele Credits bekommt. Da seid ihr doch ein bisschen angewiesen darauf, das auch zu verwenden, müsst ihr aber nicht. Und ja, meine Mitspieler haben alle gesagt, das Spiel ist gut, das gefällt ihnen, aber ich finde auch, es ist ein super Spiel, ja. Also wirklich ein super Spiel, aber es ist nicht meine Art von Spiel. Bei mir ist es wichtig, wenn ich das Gefühl habe, das Spiel gefällt mir nicht, dann wird es auch nicht in meinem Regal bleiben. Ja? Ich finde es irgendwie schade drum, denn das Ganze ist ein tolles Material, ein tolles Spielsystem, Weltraum besiedeln. Das Ganze funktioniert perfekt. Es gibt hier keine Mechanik, wo ich mir denke, ah, das passt jetzt nicht rein oder das ist zu overpowered oder das passt alles, das funktioniert alles, greift wunderbar ineinander, aber es ist trotzdem, es ist mir eigentlich nicht. Es fehlt mir der Spannungsbogen in dem Spiel, genau das ist der Punkt. Der Spannungsbogen ist zu gering. Es wird schon arg cool, ja, sehe ich gerade. Ich mache es nochmal kurz, wenn ich es jetzt mit Anachrony vergleichen würde, ist natürlich ein anderes Spiel, aber da ist die Spannung schon am ersten Zug. Man hat viele Optionen, die man machen kann mit den Gebäuden, mit dem Einsetzen und. Und es ist schon spannend, wer schnappt wem was als erster weg. Und ist dadurch auch begrenzt, muss umdenken, kann viel mehr mit den Waren agieren. Und das Ganze ist sehr streamlined, leider, und ist für mich persönlich ein bisschen zu langweilig. Und auch die Vorgaukelei der Interaktion mit der Macht finde ich persönlich nicht so toll, denn das passiert sowieso zwangsläufig und wird mit der Zeit, nützt sich das ab. Es ist irgendwie eigentlich zu wenig für von dem, was ich mir erwartet habe. Ja, leider, wie gesagt, Gaia Project, ein tolles Spiel. Alle, die den Vorgänger wahrscheinlich lieben, werden dieses Spiel auch lieben. Für mich ist es halt ein bisschen zu langweilig und daher werde ich es bald wieder verkaufen. Auch kein Test vom Solo-Modus, obwohl ich habe es mir angesehen, die Regeln. Ich glaube, der ist wirklich toll gemacht. Und ja, das war's zu Terra Mystica Gaia Project. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Werde ich mir mal Clans of Caledonia ansehen. Mal sehen, ob mich das mehr begeistern kann als Terra Mystica. Mal gucken. Okay, bis dann, euer Austin Board Gamer. Ciao.